Puh, erstmal moin meine lieben Boozer, was geht, wie geht's euch, ich hoffe euch geht's gut. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, oh, mir geht's wunderbar, mir geht's prächtig. Das Problem ist halt, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo so Familienstimmung ist, sollte eigentlich alles perfekt sein oder okay sein. Und wenn mal was ist, macht das ja diese schöne Zeit auch wiederum weg. Aber ich stehe gerade vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, die mich auch sehr belastet, muss ich ehrlich sagen. Deswegen mache ich hier dieses Video. Dieses Video ist jetzt hier auch quasi live. Wir sitzen jetzt hier auch am Samstag. Kameramann Phil ist auch am Start. Und ich will einfach jetzt in diesem Video so transparent wie möglich sein gegenüber. Euch sagen, was mich stört, was ich für Fehler gemacht habe und was ich nächstes Jahr definitiv besser machen muss. Denn ich weiß selbst, ich bin Typ, ich verbreite sehr gerne gute Laune, motiviere auch sehr gerne meine Community da draußen oder die Leute auch um mich rum. Aber es gibt auch Phasen, da geht es einem auch mal scheiße, weil man halt was überwinden muss. Und es tut manchmal einfach sehr gut, auch euch gegenüber das einfach mal offen zu legen, damit ihr mich vielleicht auch versteht oder vielleicht auch die Gesamtsituation ein bisschen besser einschätzen könnt. Wie die meisten ja meiner Community mitbekommen haben, wir hatten den Black Friday für Neosubs und Smilologs. Wir geben halt allgemein immer Gas und glauben hier im Unternehmen an unsere Ziele. Und ja, der Glaube, der hat sich quasi umgesetzt. Der Black Friday war bei uns so krass und so enorm, so etwas haben wir selbst persönlich noch nie erlebt. Also quasi läuft das eigentlich ultra krass. Wir haben einen starken Wachstum dadurch hingelegt. Die Sache ist nur, wo natürlich krasse positive Überraschungen sind, also gerade im Unternehmen ist es so, plötzlich kommen ultra krasse, unerwartete Herausforderungen und mit denen muss ich jetzt klarkommen. Ich muss dafür die Verantwortung in die Hand nehmen und das ganze Ding jetzt drehen. Also ich muss jetzt Lösungen finden. Das allergrößte Problem, was ihr natürlich mitbekommen habt, ist die Lieferung. Smileworks liefert gerade überhaupt nicht pünktlich ab. Das ist das erste Problem. Dann habe ich das Problem in meiner Logistik, Personalausfälle. Gefühlt ist jeder zweite krank, Viren gehen wieder durch die Gegend und zusätzlich, weil meine Logistik ja in München ist, kam noch die verdammte Schneekatastrophe dazu. Ich habe da Bilder gesehen, das war echt krass. Da hast du gedacht, du bist irgendwo im Ausland und da bricht gerade eine sonst was für eine Katastrophe aus. Das war echt, das waren so Sachen, teilweise wo 50 Leute für die Smilelogs-Logistik arbeiten sollten, waren teilweise am 8 nur 8 Mitarbeiter da und mehr ging da nicht. Und das Ganze hat natürlich unseren positiven, krassen, heftigen Hype Black Friday komplett einmal umgewirbelt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier sagen, oh, wir haben einen 400-prozentigen Wachstum erreicht, Shampoos auf und machen hier irgendwie mit irgendwelchen Ferraris Burnout hier auf dem Hof, sondern unser ganzer Support als Beispiel, ich möchte mich auch mal einfach mal auch an meine Mitarbeiter und das ganze Team bedanken. Grüße gehen raus zum Beispiel Support, da ist Valeska so die Support-Mami und leitet ihr Team. Dann unsere Retouren, dann haben wir unsere Videoabteilung, Grafik, da ist Head of Ali am Start, der regelt das alles. Denn unser IT, der gute Dimas am Start, gibt da Gas, sie arbeiten bis in die Nacht, das ist krass. Unser Produktionsteam bei Smilelogs, auch bei Neosubs, auch Stefan, meine Geschäftspartner, wir alle bleiben immer bis nachts im Büro und müssen mit dem Problem umgehen, beziehungsweise arbeiten tagtäglich daran. Meine Frau kriegt es auch zu spüren, aber ich sag mir, das ist eine Phase, die man überwinden muss, dass man in Zukunft bzw. gerade auch für nächstes Jahr bereit ist für solche Sachen und dass sowas nicht nochmal passiert. Also kurz gesagt, ich möchte hier keinen Ping-Pong spielen und euch sagen, oh, wir haben jetzt das und hier und irgendwelche leeren Versprechungen geben. Ich möchte euch einfach sagen, auch mit diesem Video, ich nehme dafür die komplette Verantwortung. Und auch die Verantwortung dafür, euch mitzuteilen, dass die ganzen Black Friday-Bestellungen, also wer seine Lieferung noch nicht bekommen hat, erst voraussichtlich zum Neujahr bekommt. Unsere Logistik arbeitet wirklich im Vier-Schichten-System. Es kommt, wer kommen kann. Viele sind krank. Noch andere Einflüsse kommen natürlich halt dazu, so die alltäglichen Probleme. Aber ja, wir geben Gas und natürlich auch unsere Logistik. Also im Endeffekt
läuft alles auf Hochtouren. Man möchte noch mehr erweitern, aber irgendwann hat man dann so viele Leute auch, dann würden sich alle nur noch auf die Füße treten. Und deswegen, wir arbeiten quasi mit voller Last. Jedes einzelne PS, was wir finden, wird gerade auf die Straße gebracht. Was ich aber weiß, dieses Problem, quasi auch dieser Wachstum, also aus einem Wachstum wird ein Problem. Aber ich weiß halt, wenn ich auch dieses Problem überwinde, sind wir noch allgemein viel, viel besser geworden. Und darauf freue ich mich schon. Jetzt ist gerade für mich persönlich auch eine negative Phase im Gefühl, weil ich konnte mein Wort euch gegenüber nicht halten. Ich konnte mein Wort meiner Community gegenüber nicht halten, was ich gesagt habe, ja, wir schaffen es zu Weihnachten. Ich bin halt ein positiver Mensch und Optimist. Und meistens ist es auch so, dass wenn ich mir das vornehme, dass das klappt. Aber da waren so viele Einflüsse mit drin, die konnte ich nicht beeinflussen. Da waren mir die Hände gebunden und dann hat es halt auch ein bisschen gekracht, kann man so sagen. Und auch ein großes Sorry an meine Creator, alle, die ich unter Vertrag habe oder auch die coolen Creator, die wir gebucht haben, ob Instagrammer, ob Streamer auf Twitch, ob YouTuber oder auf Profisportler, dessen Community haben ja auch bestellt und fragen bei denen, ey, wo ist meine Smilodogs-Lieferung? Und da möchte ich auch nochmal wirklich ganz großes Sorry sagen und mich hier persönlich mit diesem Video entschuldigen, dass auch eure Community da draußen die Lieferung nicht pünktlich zu Weihnachten bekommen haben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich trotzdem bei meiner Community bedanken oder auch bei jedem Einzelnen, der was Smilodogs bestellt hat. Vielleicht sieht ihr auch jemand das Video gerade, der den Flying Uwe gar nicht kennt, aber die Brand Smilodogs gibt es ja auch mittlerweile öfter. An alle da draußen ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr auch an meine Brand glaubt, dass ihr bestellt habt, dass ihr diesen Schritt gewagt habt. Wer Smilodogs zum Beispiel nicht kennt und trotzdem bestellt hat, okay, sieht cool aus, das möchte ich mal probieren. An jeden Einzelnen da draußen wirklich ganz, ganz großes Dankeschön und nochmal persönlich ganz großes Entschuldigung, dass es nicht so geklappt hat, wie es sein sollte. Deswegen bitte ich wirklich um ganz großes Verständnis dafür, wie gerade unsere Lage ist. Das erinnert mich quasi auch an unsere ersten Fehler, die man ja so im Unternehmen macht. Man fängt irgendwie an und dann kommen so Probleme, wo ich heute sage, Alter, das waren damals gar keine Probleme. Aber früher, wo man gestartet ist, waren das unheimliche große Probleme. Man wurde mal von einem Produzenten verarscht oder das sind noch so andere Dinge gewesen, gewisse Lieferungen haben gar nicht funktioniert. Heute lache ich über diese Probleme und heute stehe ich vor so einem Problem mit dem Black Friday, was einen Hype erzeugt hat, aber ich gerade nicht hinterherkomme. Das ist für mich gerade das größte Problem, was ich jetzt hier habe. Aber ich weiß auch, später werde ich auch über dieses Problem lachen und vielleicht zu meinem Grafiker sagen oder so. Kannst du dich noch damals erinnern, wo wir hier bis in die Nacht du noch die Newsletter alle rausgeschickt hast, um den Stand der Dinge zu erzählen an unsere Kunden? Und ich weiß, irgendwann sind wir so gut, dass wir auch über dieses Problem, was wir jetzt heute haben, darüber lachen können. Da bin ich wirklich zuversichtlich. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Und das sage ich nicht nur so, sondern das ist ein Versprechen an euch da draußen und an mir selbst natürlich, weil ja, sowas darf nicht nochmal passieren. Deswegen möchte ich hier nochmal persönlich sagen, ich stehe zu meinen Fehlern, ich werde es in Zukunft besser machen. Jede einzelne Prozesse werden überarbeitet werden. Wie gesagt, sowas soll und darf nicht nochmal passieren und wir arbeiten wirklich an unseren Lieferungsprozesse, Bestellprozesse und nutzen dies sozusagen als Weiterentwicklung. Aber sowas schmerzt, bin ich ganz ehrlich. Aber manchmal muss man halt fühlen und dann ja, wieder aufstehen und Gas geben und besser machen. Und dieses Video nutze ich natürlich auch, um nochmal wirklich Danke an jeden Einzelnen da draußen zu sagen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Denn unser Erfolg basiert auf unserer Community, auf euch da draußen, ja, auf denjenigen, der das gerade über Handy sieht oder am PC oder wie auch immer. Wir haben den Erfolg euch zu verdanken. Und da möchte ich natürlich nochmal komplett Dankeschön an euch sagen. Wir arbeiten dran. Wir werden das in Zukunft viel, viel besser machen. Und wir werden als ja, Community gemeinsam die Herausforderung auf jeden Fall überstehen. Dann blicken wir in die Vergangenheit und sagen, boah, Uwe, weißt du noch? Oder in einem Video werde ich noch dann lesen im Kommentar. Oder wenn man im Livestream ist, oh, Uwe, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr und so weiter. Und das ist halt mein Ziel,
Deswegen wirklich großes Dankeschön an die Smilodogs und Flying Uwe Community. Danke, dass ihr bestellt habt. Danke für euer Verständnis. Ich kriege bei Instagram DMs, Uwe macht nichts. Ich freue mich einfach, wenn das Paket kommt. Und natürlich, ich weiß, ihr müsst gerade sehr, sehr lange warten auf euer Paket. Aber ich verspreche euch, ihr werdet natürlich euer Paket bekommen. Dafür gebe ich mein Wort. Und ja, ich sehe mich jetzt schon, während das Video hochgeladen ist. Ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen. Und ja, was soll ich sagen? Das war eine sehr interessante Reise dieses Jahr. Und nächstes Jahr wird das noch interessanter und vor allem besser. Danke für alles da draußen. Ich liebe euch. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.